Ja, auch in diesem Jahr hat sich der Fraktionsvorstand auf seiner Klausur mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Im letzten Jahr hatten wir Herrn Professor Schmidhuber zu Gast, der uns schon einige Ratschläge gegeben hat und genau die haben wir jetzt auch gegriffen. Wir unterstützen die KI-Strategie der Bundesregierung durch ganz konkrete Maßnahmen. Wir wollen 70 KI-Exzellenzprofessuren in Deutschland schaffen. Wir wollen Talente hier halten, aber auch natürlich gute Köpfe nach Deutschland holen und das entsprechend gut ausfinanzieren. Des Weiteren haben wir heute beschlossen, dass wir die KI-Zentren weiter ausbauen wollen. 12 sind versprochen in der KI-Strategie der Bundesregierung. 6 fehlen noch. Wir haben noch einmal bekräftigt, wir brauchen jetzt 6 KI-Zentren, Transferzentren in Deutschland. Und als Abgeordneter der neuen Länder sage ich natürlich, insbesondere brauchen wir die auch in den neuen Bundesländern. Das Dritte, was wir hier beschlossen haben, ist ein eindeutiges Ja zu der Idee von Anja Kalitschek und Peter Altmaier zu einer europäischen Cloud, zu einer sicheren Dateninfrastruktur. Das große Projekt heißt GAIDA X und das soll letztlich aufbauen auf den Industrial Data Space, den wir bereits schon in Deutschland entwickelt haben. Ich denke, 3 wegweisende und wichtige Entscheidungen heute hier auf der Fraktionsvorstandsklausur.